Ich habe mir für die neue Aufnahmesession hier bei Medieval 2 Total War einen kleinen Stichpunktzettel angelegt, damit ich bloß nicht vergesse, was wir heute alles zu tun haben. Außerdem habe ich mir natürlich auch noch ein, zwei Gedanken gemacht, wie wir jetzt hier mit Frankreich weiter verfahren werden. Und zwar beginnen wir hier oben. Die Truppen werden wir zurückziehen. Beziehungsweise hier. Wie kannst du selbst, Kaiser? Wieso kann ich jetzt nicht? Hä? Not possible, Ja, ist Kaiser. logisch, dass ihr diese Runde nicht gehen könnt, aber nächste Runde. Oh. Okay, die spielen schon mal nicht mit. Der Plan sieht folgendermaßen aus. Wir belagern ja hier unten den Hafen von Frankreich. Dementsprechend denke ich mal, werden die nicht warten, bis wir die Stadt, die jetzt hier irgendwo ist, ich denke mal hier, bis wir die eingenommen haben. Die Schiffe werden uns also garantiert attackieren. Das bedeutet gleichzeitig, dass dann auch unsere Leute hier oben sterben werden. Und es bringt nichts, wenn wir dann eine Runde lang vielleicht die eine Stadt hier haben und dann alle Truppen verlieren. Ich glaube, da haben wir mehr von, wenn wir die nach oben ziehen und dann hier einen Blitzangriff in Dänemark starten. Ist, denke ich mal, erfolgreicher. Dementsprechend ziehen wir die da oben halt zurück. Mit denen wollten wir zu den Mauren. Obwohl ich mir jetzt nicht sicher bin, ob wir das auch noch machen. Ja, okay, lassen wir erstmal so. Dann den Kaufmann. Den soll ich nach Konstantinopel schicken. Das ist, glaube ich, heute Istanbul. Da bringt nämlich Seide ganz viel. Wartet mal, es muss ja irgendwo hier sein. Sieht man das irgendwo? 12 Gulden pro Runde. Oh, hier! 176 Gulden. Das ist natürlich schon bedeutend mehr. Ja, schade, dass wir das nicht früher gemacht haben. Da sind uns ja echt einige Taler flöten gegangen. Und hier oben scheint erstmal gar nicht zu sein, oder wie? Was haben wir hier? 24 Gulden. 24. Ach, das ist alles viel zu wenig. Okay, dann machst du dich auf den Weg. Bis dahin. Und wir könnten ja theoretisch. Wie teuer ist denn so ein Kaufmann? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, das lohnt sich. Also die Investitionen könnten wir wirklich machen. Die tätigen wir dementsprechend auch. Und dann werden wir noch einen Markt errichten. Oder eine Kirche. Oder ein Schmied. Nee, ein Markt. Wird da ein bisschen gebaut. Hier unten mussten wir ja noch eine Runde warten. Die Schiffe können wir auch nicht mehr bewegen. Was habe ich noch auf meinem Zettel stehen? Ach ja, genau, Frankfurt wird ja attackiert. Wie sieht das denn hier aus? Was haben die für Truppen? Können wir da irgendwie mal. Ja, das kommt uns entgegen. Die könnten wir. Die greifen wir an. Machen wir jetzt, warte mal. Ah, da ziehen sie sich schon zurück. Okay. Das ist natürlich super. Belagerung schon. Ah, was haben wir denn hier? Wein. Vielleicht bringt Wein auch was. Wartet mal. Auch nur 7 Gulden. Meine Güte, das ist aber wenig. 6 Gulden. Und hier unten? Hier soll doch so fruchtbares Land immer sein. Oder bei den Minen? 8. 31. Das ist ja schon mal was anderes. Marmormine, okay. Auch 31. Da ist noch was. Pflasterstraße? Nee, das da wo meinte ich eigentlich. Hier. Die Stoffe. 24 Gulden. Ja, ist jetzt auch noch nicht so dolle. Okay, dann soll er da oben einfach weitergehen und wir werden uns hier mal ein bisschen durchklicken. Da mussten wir noch eine Runde warten. Alles klar, hier ebenfalls. Wir lassen die erstmal alle drin. Und warten ab, was Frankreich nächste Runde macht. So, die Truppen haben wir bewegt. Bogenschützen. Achso, das war dann eher für den Kampf, dass ich da mal den Schwertbefehl reinnehmen soll. Damit die dann irgendwie nicht weglaufen. Das probieren wir heute natürlich auch aus. Okay, das müsste es dann erstmal gewesen sein. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Vielleicht können wir davon sogar noch irgendwas kaufen. Hier. Pflasterstraße, Ratskammer. Eine Ratskammer wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ja, machen wir da noch eine Ratskammer hin und dann war's das erstmal.
Oh Mann, 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 Frankreich, ey. Ja, da werden wir mit unseren... Hab ich's mir doch gedacht, dass die uns attackieren. Ja, war schon gut, dass wir... Nein, wir haben ja die einen... Oh, oh, wir haben ja unsere Truppe da oben noch gar nicht wegschicken können. Das heißt... Die wird wohl... Ja, jetzt attackiert. Verdammter Mist. Aber vielleicht können wir dann, wenn der Kreuzzug gegen Ägypten beendet ist, gegen Frankreich in die Schlacht ziehen. Oh, oh, oh. Aber es ist ausgeglichen. Hey, wir haben eine kleine Chance. Es kommt jetzt wohl auf die richtige Taktik an und auf die Katapulte, denke ich mal. Wenn wir die gut einsetzen, dann ist hier was möglich. Positionierung starten. Katapulte nach ganz vorne. Wen haben wir hier? Geht mal dahin, dass wir hier so eine kleine Lücke haben. Und da kommt ihr rein. Gut, die Reiter nach außen ist, denke ich mal, logisch. Ihr kommt dahin und ihr dahin und ihr bleibt hinten. Gut. Feuer. Sofort schießen. Wen haben wir denn da? Nee, dann schießt man hier rauf. Das ist besser. So, die Armbrustschützen werden wir direkt attackieren. Obwohl, wenn das Katapult schießt, ist es, denke ich mal, zu riskant. Gibt es hier auch sowas? Ohne Befehl schießen, ja. Brandmunition, ja. Wachen, nö. Das geht gar nicht mit dem Schwert. Schade. Schießt er schon? Ich habe jetzt gar nicht hingeguckt. Ja, er schießt, glaube ich, schon. Los, komm, komm, komm. Da kommen schon die ersten Pfeile oder wie heißt das? Bolzen, glaube ich, bei den Ambroschützen. Was, die haben auch einen Katapult? Na, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's. Was ist denn das denn? Ah, nee, haben sie nicht. Angriff, Angriff, Angriff. Schnell, 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 schnell. Wen haben wir da hinten? Oder haben die da hinten besser gesagt? Ja, hier, Blitzangriff dorthin. Ach, ihr seid doch dämlich. Den schießt da. Angriff. Oh, 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 oh. Treffen die, treffen die? Ja, ein bisschen. Nein, ich hab die gar nicht gesehen hier vorne. Scheibenkleister, ich hab die nicht gesehen. Oh, oh, oh. Hinterher, hinterher. Verdammt, verdammt. Angriff. Ich hab die Linie hier vorne. Die war weg. Eben gerade standen da doch gar keine. Haben die sich... Die waren getarnt, ne? Hinterher. Alle rauf da. Verdammter Mist. Die haben sich versteckt. Oh, 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 oh. Nicht mehr schießen, bitte. Schnell, kommt, 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 kommt. Ah, der, das muss jetzt hier sitzen. Das muss sitzen. Los, 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 los. Reitet die nieder. Die haben sich hier versteckt. Also sowas hinterhält. Das kann ja nur Frankreich sein. Das ist ja wieder klar. Nein, nein, nein. Zurück, zurück. Passt auf, passt auf, passt auf, Reiter. Wir umzingeln die, wir umzingeln die. Drehung, Drehung, Drehung. Schnell, schnell, schnell. Das muss jetzt alles passen. Wen haben wir da vorne? Was macht ihr hier? Ach, da waren noch welche. Ja, genau. Macht die platt, macht die platt. Wen haben wir da? Katapulte nicht. Ihr kommt dahin. So, und ihr? Angriff. Jetzt hier von der Seite. Ja, genau, genau, genau. Komm, 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 komm. Rauf da, rauf da, rauf da. Ah, die Verstärkung brauchen wir. Außenrum, außenrum, außenrum. Was ist noch mehr? Uah, weiter nach oben, weiter nach oben. Ah, greift die an. So, ihr könnt auf die schießen. Und wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ah, nicht so gut. Wo sind die denn? Na, was macht ihr denn da hinten? Kommt zurück, schnell. Wir brauchen alle. Wir brauchen hier jeden Mann. Oh, wollen die schießen? Wo ist er? Die wollen schießen. Schön, die einen fliehen. Schießt mal. Oh, dann halt nicht. Komm, komm, komm. Wo sind die Reiter? Schnell, schnell. Sie laden nach. Oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, perfekto. Okay, die sind auch schon mal futsch. Naja, oder gleich. So, da zieht sich einer zurück. Die sind gut drauf. Die müssen durchhalten. Wir müssen erstmal die Armee hier vorne vernichten und dann ziehen wir rüber. Dann haben wir die Franzosen geknackt.
Ja. Mein Lord, we have lost half the army. Ja, ist gut, dass wir die restlichen Truppen hier mal alle versammelt und nicht direkt aufgelöst haben. So, kommt, jetzt fall den in den Rücken. Komm, 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 kommt. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ja. Schön, 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 schön. Oh, das sieht gut aus. Mann, was für ein Fehlstart. Aber ich glaube, wir konnten das nochmal ausbügeln, oder? Rauf da. Ihr bekommt das hin. Kommt, kommt, nieder mit denen, nieder mit denen, nieder mit denen. Los! Zustechen, nicht zugucken! Hallo? Hallo? Was ist ja denn blöde? Ich glaube, die wollen sich eher kennenlernen. Naja, jetzt haut er. Geht doch. Schön, die einfliehen wohl auch? Ja! Jetzt überrollen wir sie. Was ist denn hier los? Bauern! Bauern, Bauern, Bauern! Ja, kommt, alle rauf. Alle auf die Bauern. Die Bauern wollen fliehen. Hört daher. Wenn sie fliehen, ist das immer ein super Opfer für uns. Ihr kommt dorthin. Die Jagd ist eröffnet. Habt ihr die? Schön, schön, schön. Da ist noch einer. Da ist der Hauptmann, da ist der Hauptmann. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Holt ihn euch, holt ihn euch. Schön. Nochmal. Komm schon, fall hin, du. Stellt ihn sonst ein Bein. Der steht immer noch. Jetzt haben wir ihn. Ja. Sehr gut, sehr gut. Der Banause ist gefallen. Und dann, Sturmangriff. Hierhin. Oh, ganz, ganz wichtig. Fortsetzen. Fortsetzen, fortsetzen. Die werden jetzt alle noch draufgehen. Oh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Klasse. Ich glaube, damit haben die Franzosen nicht gerechnet. Und ich ehrlich gesagt auch nicht. Mit unserer zusammengewürfelten Truppe ohne Anführer und alles. Ganz starke Leistung von euch. Hut ab, dass ihr das hinbekommen habt. Meine Güte. Ihr könnt stolz auf euch sein, wirklich. Hier, 6, 7 Leute und die sind nicht geflohen. Besser geht's nicht. Das sind wirklich... Ja, da merkt man wahrscheinlich auch die Erfahrung. Die wissen, dass unser Reich am Ende immer gewonnen hat. Naja, also fast immer, ne? Ah, ich bin stolz auf euch, Jungs. Obwohl, das macht ihr jetzt wieder ziemlich dämlich. Ihr bleibt mal stehen und die Reiter machen mal hier Tempo, Tempo, Tempo. Ja, genau, so geht das. Wehe, die können jetzt noch abhauen. Jetzt mach hinne! Bleibt stehen. Jetzt haben wir sie. Ja, gut. Und den noch. Sehr schön. Ha, bisschen spulen, die restlichen kriegen wir. Oder, wartet mal, da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Den kriegen wir noch. Sehr gut. Ha, da haben doch nicht viele überlebt, oder? Konnten noch einige fliehen? Nö, das sind nur ein paar einzelne Soldaten. Wow, 197 und die 511, das darf nicht wahr sein. Wie genial, und das waren nicht unsere besten Leute. Wow. Das ist, ich meine, Frankreich hat angegriffen. Ich glaube, das haben sie sich ganz anders vorgestellt. Nicht schlecht. Nee, die lassen wir alle hinrichten, oder? Ja, knallhart. Da kennen wir gar nichts. Oh, 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 oh. Das gibt gleich eine Bestrafung dafür, verdammt.